Die industrielle Revolution des 20. Jahrhunderts verändert unsere Gesellschaft nachhaltig und wirft die sogenannte soziale Frage auf, die es irgendwie zu beantworten gilt. Ein leicht zwangsneurotischer Philosoph, der mit seinen Schriften bis heute Einfluss auf Gesellschaftsformen hat, scheint die Antworten zu haben. Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Die Idee einer klassenlosen Gesellschaft, die den Arbeiter und nicht den Monarchen oder Adligen ins Zentrum stellt, verändert weltweit die Sicht auf unsere Gesellschaft und macht Karl Marx zu einem der bedeutendsten Deutschen der Moderne. Mein Name ist Ella und herzlich willkommen bei Einfach Geschichte. Der deutsche Philosoph und Gesellschaftskritiker Karl Heinrich Marx wurde am 5. Mai 1818 als Sohn eines Anwalts in Trier geboren. Er besucht das Gymnasium und beginnt anschließend ganz nach Wunsch seines Vaters sein Jurastudium in Bonn. Aber Karl hat seinen eigenen Kopf. Er genießt die Abwesenheit der Eltern und kostet das Studentenleben in vollen Zügen aus. Er besucht philosophische und literarische Vorlesungen, genießt das Nachtleben und weil er schlecht mit Geld umgehen kann, wirft er es nur so zum Fenster raus. Schließlich verliebt er sich in die junge adlige Jenny von Westphalen, doch ihre Liebe steht unter keinem guten Stern. Sie kommt aus einer adligen protestantischen Familie, er aus einer bürgerlich-jüdischen Familie und hat als Student natürlich keinerlei Einkommen. Aber das hält die jungen Verliebten nicht davon ab, sich 1836 heimlich zu verloben und später zu heiraten. Nach einem Jahr wechselt Karl an die Humboldt-Universität in Berlin, vernachlässigt zunehmend sein Jurastudium und beginnt sich mit Schriften und Aufsätzen zu beschäftigen, die ihn wirklich interessieren. Und das sind vor allem die des Philosophen Georg Friedrich Hegels. Marx ist fasziniert von der Idee Hegels, dass der Mensch regiert wird von Dingen, die er selbst geschaffen hat, wie der Monarchie zum Beispiel. Hegel ist der Meinung, dass wir uns nur befreien können, wenn wir genau diese selbst geschaffenen Dinge wieder abschaffen. Unterdrückung führt zu Aufstand und Revolution. Sklaven befreien sich von ihren Sklavenhaltern und der Unterschied zwischen Adligen und Untertanen lässt eine ganz neue Gesellschaftsform entstehen. Das Besitzbürgertum, die Bourgeoisie. Für Marx ist es offensichtlich, der Kapitalismus der Unterdrücker provoziert einen Klassenkampf, an dessen Ende die Herrschaft der Unterdrückten steht, der Arbeiter. Die Entmachtung der herrschenden Klasse durch den Arbeiter? Eine revolutionäre Idee, die Marx sein Leben lang vertiefen wird. 1843 arbeitet Marx in Köln als Chefredakteur der Rheinischen Zeitung, bis seine radikalen Ansätze zum Verbot des Blattes führen. Marx zieht mit seiner Familie nach Paris, das zu dieser Zeit die Hochburg des sozialistischen, kommunistischen und anarchistischen Denkens war. Abschaffung des Eigentums ist nur eine der Forderungen, die durch die vielen Pariser Cafés wandert. Aber nicht nur dieses Umfeld, sondern vor allem eine Begegnung wird Marx' Anschauung erweitern, und zwar die mit Friedrich Engels. Die beiden Männer stellen schnell fest, dass sie in all ihren Ideen und Ansichten übereinstimmen und schließen eine Freundschaft, die ein Leben lang halten wird. Engels ist Sohn eines Fabrikaten und kennt anders als Marx nicht nur die Theorie, sondern hat mit eigenen Augen die Arbeitsbedingungen und Lebensumstände in den Fabriken des 19. Jahrhunderts gesehen. Die sozialen Begleit- und Folgeprobleme der industriellen Revolution also. Er weiß, dass schon lange nicht mehr nur Erwachsene, sondern auch immer mehr Kinder in den Fabriken arbeiten und viele ihr Leben verlieren. Und er gibt der zu dieser Zeit existierenden Gesellschaftsstruktur die Schuld daran. Gemeinsam mit Engels will Marx nun mit seinen Theorien in die Praxis. Ihn zieht es in die Politik. Er entwickelt seine Theorien immer weiter und veröffentlicht 1848 das Manifest der Kommunistischen Partei. Man muss schon sagen, perfektes Timing, denn genau zu dieser Zeit begannen überall in Europa die Aufstände. Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Es scheint, als würden Marx' Theorien nun Wirklichkeit werden. Überall fordern die Arbeiter Freiheit und Demokratie und zunächst scheint es, als hätte die bürgerliche Revolution Erfolg. Fürsten und Monarchen treten zurück oder machen Zugeständnisse, doch schon gegen Ende des Jahres werden die Aufstände wieder zerschlagen und man kehrt zurück zur alten Ordnung. Jetzt lebt Marx mit seiner Familie im Exil in London in sehr ärmlichen Verhältnissen. Um der Familie die Schande eines unehelichen Kindes zu ersparen, erkennt Engels die Vaterschaft für das Kind an. Er übernimmt mit seiner Lüge die Schmach für seinen Freund und nicht nur das. Der treue Freund sendet regelmäßig Geld aus dem kapitalistischen Betrieb seines Vaters, um den Lebenskünstler Marx über Wasser zu halten. Und nachdem dieser ein paar Erbschaften gemacht und erfolgreich an der Börse spekuliert hat, geht es bergauf. Die Familie zieht in ein ansehnliches Reihenhaus und Marx vertieft sich immer mehr in seine Schriften. Er macht die Nacht zum Tag, vergisst die Welt um sich herum und nimmt fast gar nicht mehr am Familienleben teil. 1867 ist es dann soweit. Nach 15 Jahren ist das Kapital vollendet und wird für Kommunisten auf der ganzen Welt zur Bibel. Er beschreibt darin eine Welt, in der alles zur Ware wird.
Die einzige Ware des Arbeiters ist seine Arbeitskraft. Und solange die von anderen für ihre Zwecke gekauft wird, wird er immer im Nachteil sein. Manche Prophezeiungen in diesem Werk werden später tatsächlich Realität, zum Beispiel die Tatsache, dass Menschen immer mehr durch Maschinen ersetzt werden. Eine Sache hat er aber außer Acht gelassen, und zwar die Anpassungsfähigkeit des Kapitalismus über die Jahre. Dem Arbeiter ging es im Großen und Ganzen mit der Zeit nicht schlechter, sondern besser. Fabrikbetreiber haben mit der Zeit herausgefunden, wenn Arbeiter unter besseren Umständen arbeiten, sind sie auch leistungsfähiger. Henry Ford hat beispielsweise erkannt, dass seine Arbeiter mit mehr Lohn auch zu seinen eigenen Konsumenten werden können. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei zog ins deutsche Parlament ein, wodurch die Arbeiter Vertreter aus den eigenen Reihen wählen konnten, um ihre Interessen zu vertreten. An seinem Lebensabend zieht sich Karl Marx zurück, vertieft sich in Studien verschiedener Wissenschaften und veröffentlicht nichts mehr. Dann erkrankt seine Jenny an Krebs und stirbt Ende 1881. Obwohl er sich zu Lebzeiten nicht immer positiv der Ehe gegenüber geäußert hat, ist er nach ihrem Verlust ein gebrochener Mann. 1883 folgt er ihr in den Tod. Er stirbt in seinem Sessel am Schreibtisch, in dem er so oft gesessen und geschrieben hat. In seiner Grabrede sagt sein Freund Engels über ihn: Sein Name wird durch die Jahrhunderte fortleben und so auch sein Werk. Er sollte Recht behalten. Die Arbeiterbewegung wächst in den nächsten Jahrzehnten zu einer bedeutenden politischen Macht und ihre Forderungen führen zu einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Heute bezeichnet man ihn als einen der letzten Universalgelehrten, doch im Namen Marx und der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts werden bis heute Gewaltherrschaften errichtet und erhalten und leider immer noch Unrecht an den Menschen begangen. Was denkt ihr über Karl Marx und sein Werk? Ist er immer noch aktuell oder nur noch eine Stimme aus der fernen Vergangenheit? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir haben übrigens noch ein weiteres Video über eine Person gemacht, deren Thesen noch heute gern diskutiert werden. Adam Smith, dem Gründervater des Kapitalismus, wie er gern genannt wird. Klickt hier, um euch das Video anzuschauen, und wenn euch unser Kanal gefällt, lasst uns doch ein Abo da. Bis zum nächsten Mal bei Einfach Geschichte.